Okay. Hallo, hier ist eure Nathalie wieder von Emporia Brava News. Heute mit Kurt. Der ist Administrator von der Facebook-Seite. Urlaub mit Freunden in Emporia Brava. Hallo. Wir machen heute ein kleines Interview oder wir wollen euch die Facebook-Seite gerne vorstellen. Kurt, seit wann gibt es diese Facebook-Seite eigentlich? Also ich habe mal recherchiert und zwar hatte ich die Idee vor circa 4 bis 5 Jahren, da ich hier vor 25 Jahren zum ersten Mal im Urlaub war, da einige Leute kennengelernt habe, das mir aber zu wenig war. Und da dachte ich, mach einfach mal eine Seite und versuche neue Leute kennenzulernen. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Momentan sind wir jetzt in dieser Gruppe circa 800 Mitglieder und ich muss sagen, es hat sich bewährt und es macht richtig Spaß. Also über die Jahre sind dermaßen viele Leute dazugekommen. Wir haben hier im kleinen Kreise auch schon schöne Feste gemacht und mir macht es Spaß. Ich lache gern und ich muss ganz ehrlich sagen, was Besseres hätte mir gar nicht einfallen können. Okay. Also die Beweggründe sind eigentlich, um Leute zusammenzuführen, Ja, Tipps zu geben, genau. Restaurants Genau, vorzustellen, so ist es. Fragen mit Antworten direkt zu liefern, Auch Hilfe. viele Fotos zu posten. Ja, das ist jetzt auf der Seite hier bei uns noch nicht ganz so durchgedrungen, dass man sagt, der eine oder andere hat natürlich vielleicht etwas Angst, hier mal private Bilder reinzumachen, was ich natürlich auch verstehe. Ich bin da ein bisschen frei, vielleicht auch zu frei, aber bis jetzt muss ich sagen, ist es gut angekommen. Man hat mich auch privat angeschrieben. Ich habe auch von diesen Leuten, die hier in der Gruppe sind, öfters mal Besuch. Ich wohne im Schwarzwald, bin ursprünglich von Stuttgart. Ich muss sagen, mir macht es richtig Spaß. Es fehlt etwas mehr an Bildmaterial, was man den Neuen, die Leute, die jetzt nach Emporia Brava zum ersten Mal reisen, dass die dann doch so ein bisschen eine Mehr Vorstellung haben. Informationen Und ja, bekommen. wie sieht es da aus? Ich habe ja eine Freundin dabei, deren Mann kürzlich verstorben ist. Die hat gesagt, Kurt, ich hätte mir das gar nicht so schön vorstellen können. Okay. Ja. Und persönlich, wie lange kommst du schon nach Emporia Brava? Also ich habe recherchiert, ich bin durch meine Frau, das heißt durch eine Geschäftskollegin von meiner Frau, nach Emporia Brava vor circa 25 Jahren gekommen. Da war es also noch nicht so, wie es jetzt ist. Nein, da habe ich auch einen Fehler gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Freundin von meiner Frau, die bei Automotor und Sport war, die hat hier ein kleines Haus gekauft. Und jetzt kommt der Preis dazu. Also ein kleines Haus mit 2 Schlafzimmern und einem kleinen Garten und einem privaten Stellplatz am Haus oder neben dem Haus, damals für 50.000. Vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt, muss ich jetzt die Geschichte auch noch erzählen. Da gehe ich nicht hin, das ist bestimmt ein Mordsaustall. Weil ich bin ja Schwabe, ich möchte schon ein bisschen schön und gemütlich. Und da haben wir also eins gemacht, um die Geschichte nochmal weiterzuspinnen. Wir haben die Leute besucht und ich habe gesagt, wenn es bei denen zu Hause gut aussieht, dann fahre ich dahin. Wenn das ein Saustall ist bei denen, da gehe ich nie im Leben hin. In ein Haus für 50.000, das kann nicht sein. Und da warst du dann überrascht. Ich war überrascht und ich habe mich gefreut. Und es war für uns damals wirklich ein Erlebnis, hier zu sein. Und da habe ich mich eigentlich schon ein bisschen in Emporia Brava verliebt und habe Und dann gesagt, warst du, wie hattest du ein Virus quasi, ja, der nicht weggeht? wie viele jetzt auch. Darum sitzen wir auch hier zusammen. Ne? Also es ist wirklich eine gute und schöne Geschichte gewesen, dass wir damals da hergegangen sind. Und so Ausflugsziele, welche würdest du da empfehlen? Ich bin ein ganz fauler Schwabe. Ich freue mich, wenn ich hier sitze. Ich putze hier mein Häusle und sage, Mensch, ist das schön hier mit Pool und so. Man bekommt, wir haben ja ein paar Leute von der Bootsgruppe, ist eine andere Gruppe hier.
kennengelernt, die uns mal abholen, die jetzt auch wirklich auch enger mit uns befreundet sind und so. Und du hast ja auch Bilder gepostet, wo du auf den Islas Medes warst, ne? Richtig. Oder wo ihr nach Caracas gefahren seid mit dem Boot. Ja, richtig. Okay. Also das aber macht, das hat dir schon Spaß gemacht. Bootfahren macht mir Spaß. Ich bin ja schon seit 3 oder 4 Jahren rum und sage, ich mache den Bootsführerschein. Aber wenn ich einen Bootsführerschein habe, dann kaufen wir natürlich auch dementsprechend ein Boot. Und da davor habe ich eigentlich ein bisschen Angst, dass ich mir dann vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne und ein zu großes Boot kaufe, weil das ist natürlich schon eine Nummer, wo ich sage, die, wo hier ein Boot hin, da bleibt schon richtig Geld da auf der Strecke. Ja. Und mit, wir hatten ja jetzt einen Tag, wo es nicht so schön war. Ja. Und deine Frau hat mir ja auch gesagt, dass ihr dann beim schlechten Wetter oder so ihr schon mal ein Ausflugziel auch nach Figueras gemacht habt. Ne? Das haben wir auch schon gemacht, ja. Wir waren auch noch in dem Dali-Museum. Ich muss sagen, es war ein schönes Erlebnis, wobei ich nicht ganz so begeistert war. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen pompöser vielleicht noch. Aber das ist ja Ansichtssache. Ja gut, Dali muss man ein bisschen verstehen und auch ist es eine Geschmackssache, aber interessant ist es ja schon vom Museum, wenn mal was nicht so, wenn die Sonne nicht so rauskommt, dann kann man das halt mal machen. Ja, es gibt dann schon auch Ziele, wo ich sage, wir gehen dann mal schön essen. Es gibt ja wirklich also Mengen an Geschäften hier, es gibt Mengen an Läden, wo man sagt, da waren wir noch nie drin, oder wenn man zum Fisch essen geht. Man muss sich da aber durchfragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man, obwohl wir ja lange Jahre hier sind, man muss sich dann schon mal durchfragen, auch mit den Einheimischen mal reden, auch über dich dann mal fragen. Das ist ja auch so ein Anlaufpunkt jetzt mittlerweile. Du bist ja jetzt in der Gruppe noch nicht so lange dabei. Aber ich finde es schon klasse, dass man fragen kann, du, wo kann ich gut Fisch essen oder wo kann ich gut Steak essen oder wie auch immer. Das ist schon eine gute Geschichte über diese Gruppe. Also es ist eigentlich eine sehr gute Seite, um Informationen oder auch manche Ratschläge zu bekommen, wenn man nicht genau weiß, wo man hin möchte. Genau, so sehe ich es. Deswegen ist auch die Gruppe, ich meine, in der Zeit knapp 800 Mitglieder zu haben, ist natürlich schon gut. Viele schreiben nicht offiziell, sondern intern mich an, wie dich wahrscheinlich auch, und fragen dann, wie, was, wo ist es günstig, wo kann man günstig mal eine Wohnung mieten oder ein Boot mieten und was brauche ich hier für einen Führerschein, wenn ich ein Boot miete und so weiter, oder überhaupt keinen, was ja bei den Kanalfahrten der Fall ist, dass man also da keinen Führerschein hat. Und auch für die, wo jetzt hier neu dabei sind, durch die Kanäle kann man so circa 30 Kilometer fahren mit dem Boot und sich da auch eine Villa an der anderen anschauen. Ja. Ich bin nicht neidisch, aber es ist schön. Das stimmt. Ja, ist wirklich schön. Also, dann sagen wir mal Prost auf diese Facebook-Seite. Ja. Vielen Dank, dass du mitmachst. Und dass noch viele mehr dazu kommen. Ich hoffe doch auch, dass auch einige vielleicht mehr Informationen geben, mehr mitmachen und mehr Bilder reinstellen, dass man das sieht, wie schön das hier ist. Und sag mir noch mal bitte die Facebook-Seite. Urlaub mit Freunden in Emporia Brava. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Euch allen. Vielen Dank.